So, was haben Spargel, Minze, Erdbeeren und Balsamico-Essig gemeinsam? Im Prinzip überhaupt keine Ahnung, aber ich mache jetzt einmal was Verrücktes. Ein Flammkuchen, ein Erdbeerflammkuchen mit Spargel, mit grünem Spargel, Erdbeeren und ein bisschen Balsamico. Okay, also einen schönen Teig, das ist ein geriebener Teig, ein Quarkölteig. Kann man ja überall nachlesen, wie sowas gemacht wird. Das ist wirklich keine große Hexerei. Ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche, so viel brauchen wir vielleicht gar nicht. Und diesen wunderschönen, geschmeidigen Teig eben zu einem Flammkuchen auswallen. Ja? Nicht zu viel Mehl. Das Nudelholz, schaut mal her, ein bisschen einmehlen, guter Tipp. Und jetzt vorsichtig den Teig relativ dünn auswallen. So, Zeit braucht Weile. So, nochmal drehen, zack. Der kann ruhig so ein bisschen länglich sein. Ja? Flammkuchen haben wir immer so eine schöne Form. Und wenn er so dünn ausgewallt ist, hey, das ist ein Flammkuchen für zwei Personen. Ja? So. Einmal auf dem Backblech. Und jetzt, schau mal her, habe ich ein bisschen Creme Fraiche. Zu Creme Fraiche kommt ein bisschen Puderzucker und der Puderzucker wird mit der Creme Fraiche aufgerührt. So, dann kommt das Ganze auf den Teig. Freunde, Gas geben, ja? Nicht geizen mit den Reizen, sondern ordentlich zwei Esslöffel drauf. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Gemüse. Den rohen Spargel, ich habe ihn extra nicht blanchiert. Relativ fein schneiden. Einmal. Dann ein paar Erdbeeren dazu. Die Erdbeeren, würde ich mal sagen, halbieren und auch in feine Stücke schneiden. Richtig schöne, reife, aromatische Erdbeeren. Zack, zack, zack. Nochmal eine. Und dann geht's auf. Das ist ja ein Dessert, was ich mache. Ja, dieser Flammkuchen hat nichts mit dem klassischen Flammkuchen zu tun, den wir so kennen, sondern das ist ja eine neue Erfindung. So, Nudelholz weg, Teig weg. Und jetzt, Achtung, Flammkuchen, grüner, kleingeschnittener Spargel drauf. Nicht zu viel, nicht zu viel. Ein paar lecker Erdbeeren. So, und zu den Erdbeeren kommt ordentlich, schaut mal her, Achtung, Puderzucker dazu. Da kann man ruhig ein bisschen mehr drauf geben. Das Ganze soll karamellisieren. Und ganz zum Schluss ein bisschen eingekochten Balsamico-Essig. So. So, Imran, mein Küchenchef, Film. So, und das kommt in den Ofen. 250 Grad, volle Hebel. Achtung. Zack, einmal. Boah, wie heiß ist. So, Imran, 5 Minuten Pause drücken. Ich bewege mich nicht, ab jetzt. Alles klar. So, 5 Minuten sind um. Zack, einmal raus. Und jetzt Wasser. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. So, ein schönes Stück von unserem leckeren Flammkuchen. Als Dessert gedacht. Ein bisschen Puderzucker. Ein bisschen Minze. So, und dazu, wisst ihr, was ihr dazu serviert? Eine Kugel schönes Vanilleeis. Saumäßig lecker, echt mal was Neues, kocht es nach, kostet nicht viel Geld, ist ein absoluter Wahnsinn. Immer schön kommentieren, wie es euch geschmeckt hat und vielleicht ein Foto, wenn es nachgekocht hat. Guten Appetit!